Jo, hier ist Mr. Mike. Nur mal ein kleines Update, denn ich habe mich heute gerade eben mit einem Bundesliga-Profi dazu verabredet, ein 1 gegen 1 zu zocken und natürlich noch ein bisschen was zu filmen, aber das 1 gegen 1 vor allem, das ist natürlich so ein persönliches Ding. Ja, da habe ich mir was angetan, weil fit bin ich auf keinen Fall und er ist wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, er ist hoch, auf jeden Fall ist er fitter als ich. Jünger wahrscheinlich auch, ja, Jünger ist auch klar, aber trotzdem, das bisschen fürs Ego und mal gucken, was so geht. Und ja, wird Freitag nach Tübingen fahren, dann werden wir da zocken, bei schönem Wetter draußen, bei Regen in der Halle. Bei den Tigers, glaube ich, lasst mich jetzt hier nichts erzählen, was nicht wirklich stimmt. Ich glaube es jetzt mal, was er gesagt hat. Der Name wird noch nicht verraten, ein bisschen Spannung muss aufrechterhalten werden. Und ja, ist jemand aus Tübingen am Start und will zugucken oder mich treffen oder ein bisschen zocken oder sonst irgendwas, schreibt mich auf Instagram an, Mr. Mike Production, wisst ihr selber, könnt ihr mit mir persönlich Kontakt aufnehmen. Und ja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt und ja, haben wir was eingebrockt, ne? Das Wichtigste, was mich am meisten jetzt so beschäftigt, ist die Kondition, weil die Kondition ist echt das, was ich am wenigsten habe. Aber die Kondition, fuck, und vor allem beim 1 gegen 1, wisst ihr vielleicht selber, wenn du keine Kondition hast für richtig verteidigen in 1 gegen 1, da bist du echt arm dran. Ja, jetzt mal gucken, was ich die Woche noch rausholen kann. Wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Ein Touch könnte ich noch ein bisschen was. Ja, der Touch ist eigentlich immer recht gut so. Also ja, da könnte ich auch noch ein bisschen verfallen und wir werden sehen. Keine Ahnung. Versprecht euch nicht zu viel. Ich verspreche mir nicht zu viel. Aber trotzdem, wenn man halt schon mal die Möglichkeit hat, ja, gegen den Bundesliga-Profi zu spielen und überhaupt, der Hammer. Da lasse ich mich nicht lumpen. Da fahre ich auch mal 3 Stunden mit dem Auto und freue mich drauf. Ja, in der Hinsicht bleibt informiert. Daumen nach oben, abonnieren natürlich für alles weitere, weil das wollen bestimmt einige sehen, wie ich auf den Sack bekommen, oder? Bin ich mir sicher. Ja, in der Hinsicht, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Böös. Heute die Grillen, wie schön ist das hier? Together, 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 together